Ja, moin zusammen. Wir wollen noch was erledigen. Als wir jetzt auf der Fahrt waren, um den Twingo zu holen, haben wir noch so einige Sachen festgestellt. Und zwar die Vorderachse eiert extrem. Und sehr unangenehm, vor allen Dingen mit Hänger. Schlingert ganz schön. Wie gesagt, zum TÜV muss er sowieso. Ja, ja, ich will überziehen da mal ein bisschen. Ja, 3 Monate kann man überziehen, ohne dass irgendwas passiert. Das kann man durchaus ausreizen, wie gesagt, passiert nichts. Aber irgendwas fehlt da noch. Na, schon besser. Ja, der Wagen ist zwar hoch, aber so hoch jetzt auch wieder nicht. Außerdem ist die Spurstange auf der Rückseite. Und von daher etwas uncool, darunter zu arbeiten, wenn das da so flach auf dem Boden steht. Deswegen mit Rampen. Super getroffen, die Rampe. Naja, die Reifen sind breit genug, das interessiert nicht. Ja. Sieht gut aus. Mal Werkzeug zusammenkramen und dann sehen wir uns gleich unterm Auto wieder. Ja, willkommen im Untergrund. So, die vordere Lenkstange, die ist schon neu. Die hintere allerdings ist alles andere als neu. Genauer gesagt ist die jetzt auch schon ziemlich fertig. Naja, bei einer Verschraubung sieht man, dass sie schon wieder ein bisschen prähistorisch ist. Ja, hier ist auch der Lenkungsdämpfer dran. Wo ist er? Da ist der Lenkungsdämpfer. Den haben wir auch schon neu gemacht. Der muss dann auch runter. Tja. Insgesamt gesehen, das ist eine spaßige Geschichte, das Ding loszukriegen. Ja. Also haben wir uns da auch schon ordentlich mit Werkzeug eingedeckt und mit Waffenöl und da hinten ist die neue Lenkstange und diverses anderes Werkzeug. Weil ich gehe mal davon aus, dass die Kollegen Schrauben da nicht so einfach losgehen werden. Mal gucken. Ja. Ja, die da wird wahrscheinlich eines der Probleme werden. Man sieht, das ist mit Splinten gesichert. Schöne alte Technik. Ja. Das bedeutet, wir besorgen uns jetzt erstmal eine Drahtbürste und legen die Schraube frei. Ja. Dann sehen wir weiter. Okay. Besorgt meine Drahtbürste und dann bis gleich. So, da bin ich wieder. Oh ja, das wird lustig. Ja, Waffenöl drauf und das beste Haufen. Ja, im Grunde genommen sind das die gleichen Spurstangenköpfe bei eurem Auto, euren Fahrzeugen. Ich habe halt nur 4 davon. Das ist dann noch ein bisschen anders. Ja. Das System funktioniert auch ein bisschen anders. Der Herr Wagen hat nur sozusagen vom Lenkgetriebe aus einen Lenkhebel. So, warte mal, das zeige ich euch mal eben. So, hier ist das Lenkgetriebe. Das hier ist der Lenkhebel. Der kommt da raus. Der geht jetzt mit dieser Stange hier rüber.
lenkt dieses Rad. Ne? Dieses Rad auf der Rückseite betätigt diese Stange, die dann wiederum darüber geht. Ja. Sehr simpel. Einfach zu reparieren. Etwas weniger störungsanfällig. Wie gesagt, wir reden hier von einem Geländewagen. Ja, mit einer normalen Achsgeometrie braucht man nicht ins Gelände fahren. Deswegen war auch der ML ganz schnell weg bei uns. War nicht so begeisternd, muss ich sagen, die Leistung von der Vorderachse. Ja. Ich mache die andere Seite jetzt auch noch und dann sehen wir uns gleich wieder. Oh, die Schrauben auf beiden Seiten sind jetzt weg. Die Splinter habe ich nicht rausgekriegt, die musste ich rausprügeln. Hm. Naja. Also ich habe einfach die Nuss drauf gesetzt und habe Gas gegeben mit Losschrauben. Die kann man auch durchreißen, die Splinte. Ja. Deswegen auch immer gerne Werkzeug, mit dem man mit dem Hammer ganz gerne arbeiten kann. Ne? Das ist gelegentlich recht wertvoll, muss ich sagen. Gerade bei älteren Fahrzeugen. Wenn ihr Bock drauf habt, ich verlinke euch den Kasten mal. Ich habe den auch von Amazon. Gut, die hier oben, ne, nicht glauben, dass das irgendwie Schwerlastwerkzeug ist. Alles andere funktioniert einwandfrei. Hammer, Hebel. Ich hab das Ding schon mit allem misshandelt. Den hier habe ich zum Beispiel schon mal eingeklebt, damit sich das Gelenk ein bisschen steifer, damit das ein bisschen steifer ist. Damit das nicht immer wegklappt. Man an engen Stellen arbeitet. Aber ansonsten, die sind im Gegensatz zu anderen Kästen, sind die sogar relativ stabil, muss ich sagen. Aber das da oben ist natürlich Guss, ne? Das hält nicht ewig. Da sollte man sich eventuell für Torx und sowas alles in der Richtung einen anderen Bitsatz holen. Ich habe noch nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ja. Einen anderen Bitsatz meine ich. Ich habe ein paar Torx für schwierige Fälle, logischerweise. Aber das meiste habe ich hiermit geschafft. Auch den Motorumbau und sowas alles in der Richtung. Alles hier, ne? Ich habe noch einen Kasten. Ja. Bei meinem Chaos ist es immer ganz praktisch, wenn man zwei hat. Nur wenn die beiden auch nicht mehr ausreichen, dann wird es schwierig. So, jetzt kommt ihr wieder aufs Stativ. Und ich werde mal schauen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wie gesagt, das sind im Grunde genommen sind das die gleichen Spurstangenköpfe wie bei eurem Auto. Ja, das tut sich nicht viel. Ergo, die gehen nicht los. Einfach so. Deswegen gibt es hier und da geeignetes Werkzeug dafür, um die zu lösen. Wie zum Beispiel, aua, Gott, ist das alles niedrig hier. Der Kollege, das ist schon ein Klassiker. Den habe ich jetzt seit 2 Jahren, auch von Amazon. Der hat sich bewährt, muss ich sagen. Der kriegt ab und zu, kriegt er mal so ein Öl und dann sieht er auch wieder schick aus. Ich werde beides benutzen. Und das zweite wäre, auch von Amazon. Wie gesagt, ich bin auch so ein kleiner Amazon-Junkie. Dieser Gabelsatz. Werde ich gleich mal zeigen, wie das funktioniert. Fantastisches Teil. Wird auch gut beschrieben, muss ich sagen. Ja. Ball Joint, das ist meistens euer Traggelenk. Tie Rod, das ist meistens die Lenkstange. So. Air Hammer Adapter, ihr kennt meinen kleinen Lufthammer, mit dem ich den Injektor rausgeprügelt habe. Der kommt dann da rein, das ist auch ganz praktisch. Ja, wie gesagt, den ganzen Kram verlinke ich euch auch. Also ich muss sagen, ich bevorzuge, wenn ich den Spurstangenkopf neu machen will, dieses Teil hier. Das ist der sozusagen der Hammeradapter. Der ist zum Hämmern ausgelegt. Da kommt das Ding dann drauf. Ist eine sehr stabile Geschichte.
und löst wirklich sehr zuverlässig. Der andere, der ist mit einer Überraschung versehen. Man dreht und dreht und dreht und dreht und irgendwann knallt es und dann ist das Ding runter. Also, ne? Der Gelenkkopf raus. Wie gesagt, ich werde jetzt gleich mal beide benutzen. Ihr könnt euch dann aussuchen, was ihr euch zulegen wollt. Es gibt auch noch die Möglichkeit der Prellschläge, aber wie man hier sieht, hier den Prellschlag anzubringen, also mit dem Hammer praktisch auf der einen Seite und dann mit dem anderen Hammer auf die andere Seite zu schlagen, vergiss es. Das geht an manchen Autos, geht es einfach nicht. Ich müsste jetzt das Rad runternehmen und dann wird das hier eine riesige Konstruktion, um das Auto oben zu halten. Warum Waffenöl? Waffenöl ist Natur, wie man so schön sagt. Ne? Das macht der Natur überhaupt nichts. Damit könnt ihr Wunden behandeln, mache ich regelmäßig. Das desinfiziert und pflegt. Auch Brandwunden oder sowas in der Richtung. Tolles Zeug. Und es hat innerhalb von 10 Minuten das da relativ gut gelöst. Ist ein gutes Zeug. Gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten. Ne? So, als erstes benutzen wir mal das Hammergerät. Nicht dickeren. Jetzt habe ich mich doch echt vergriffen. Ah, jetzt haben wir einen dickeren Hammer hier. So. Wie gesagt, dem kann keiner so schnell widerstehen. Oh, die Stahre halten mal die Klappe. Wie gesagt, das ist die eine Möglichkeit. Das hat aber nichts mit zerstörungsfreiem Zerlegen zu tun. Ne? In dem Fall ist es völlig Latte, weil wir eine komplette neue Spurstange mit Köpfen etc. haben. Ja, jetzt geht's auf die andere Seite. Dann wollen wir mal gucken, was da noch so passiert. So. Wie versprochen, nehmen wir jetzt auf der anderen Seite das andere Teil. Das lässt sich jetzt in der Höhe einstellen, indem man das hier verdreht. Rein- und rausschrauben sozusagen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken. Ja, muss noch ein bisschen wieder raus. Sollte schon vernünftig sitzen, weil wie gesagt, da ist ordentlich Kraft hinter. Vernünftig sitzt. Hier sitzt es jetzt eigenermaßen. Aber auch nur eigenermaßen. Das gefällt mir nicht. Ja, ist alles ein bisschen sehr groß dimensioniert bei dem Auto hier. Draußen.
Das meine ich mit dem Überraschungseffekt, ne? Da muss man auch mit klarkommen. Das Ding knallt irgendwann und dann ist der Kollege draußen. So, jetzt machen wir noch den Dämpfer runter. Und dann war es das von dieser Seite. Dämpfer ist hier oben befestigt, an der Stange. Auf der anderen Seite ist das Auto. Ne? Also hier lösen. Dann hat sich das erledigt. Aber das hat euer Auto meistens nicht. Außer ihr habt eben mal einen Land Rover, dann hat er das logischerweise. Ja. Mal gucken, was das da ist. Ach, ja. Was haben wir denn da? In diesem Fall ein 17er. Nee, jetzt rutscht das Ding auch noch durch. Das ist ja blöd. Okay, ich hole euch gleich wieder dazu. So, wir haben für morgen 14 Uhr einen Termin zum Spur einstellen. Wir müssen aber auch noch dahin kommen. Ne? So. Man könnte jetzt zwischen den Köpfen hier messen. Also zwischen den Gewinden, wäre aber ziemlich dämlich, weil wir nicht wissen, wie viel Versatz die Dinger schon haben. Wie gesagt, also mal, ne, das ist nicht mehr so wirklich stabil. So. Eine Voreinstellung müssen wir aber trotzdem machen. Bedeutet, das was nicht beweglich ist, sind die Unterseiten. Bedeutet, wir legen diese so hin. Der Kopf ist logischerweise noch frei beweglich, so. Und dann setzen wir die übereinander und gucken mal, ob das zumindest so eigenermaßen passt. So. Wie gesagt, so weit ist es nicht bis zum Reifenhändler. Ja, ein bisschen muss er raus. Obwohl, den hier wollte ich eigentlich nicht wirklich bewegen. Das hier ist die Stange zum Einstellen. Ne? Die beiden Kollegen hier sind zum Fixieren. So, so dürfte das ungefähr passen. Also, das hier ist ein Fixpunkt, da wo der Dämpfer ansitzt. Ergo, der Abstand muss absolut gleich sein. Ne? Viel einzustellen ist da hinterher auch nicht mehr. Das bedeutet, die beiden sind jetzt schon mal so, passen schon mal. Und hier haben wir es auch eigenermaßen gerade. Wie gesagt, alles andere wird beim Spureinstellen gemacht. Das fixiere ich jetzt. Und dann hat sich das erstmal. Ja, so sieht es dann aus. Da müsste gleich irgendwo das Loch, ja, hier ist es. Da ist das Loch für den Splint. Die mitgelieferten Splinte benutze ich nicht. Ich habe meine eigenen. Ich benutze lieber Stahl. Ein bisschen stabiler. Sonst das kostet nicht die Welt. Ist beim Ausbau wesentlich effektiver. Man hat es gerade gesehen. Ich musste die anderen durchreißen. So, einmal durch, einmal drehen, jetzt noch bis hinten hindurch, bis sie vernünftig sitzen, ja, und dann eigentlich ist das kein Hexenwerk mehr, werden die umgelegt. Wie gesagt, die Variante ist mir lieber, etwas länger, und man kann sie hinterher vernünftig ausbauen, weil sie nicht bis hinten hin in der Krone sitzen. Wie gesagt, so ein Satz kostet nicht die Welt.
Und ja, ist beim späteren Wiederausbau dann doch ein bisschen effektiver. Wie gesagt, ich denke bei diesem Fahrzeug etwas langfristiger als andere. Mehr so an Jahrzehnte als an Jahre. So, jetzt mache ich die andere Seite. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt sind beide Seiten fest. Mit neuen Splinten. Hier habe ich eine alte Mutter genommen. Die passt einfach besser. Manchmal ist das durch die Verzinkung ein bisschen schwierig. Naja, kann man nichts machen. Ja, so ist das. Wollen wir mal gucken, dass der morgen vernünftig eingestellt wird. Die Dinger ziehe ich alle erstmal vor, so eigenermaßen vor. Mache ich aber jetzt nicht mehr, weil die Mücken fressen mich auf. Ich muss unter die Dusche. Ja. Wahnsinnig nervig gerade mit den Mücken. Okay. Morgen früh mache ich das mit dem, ziehe ich die alle vor und dann wollen wir mal gucken, dass er vernünftig eingestellt wird. Denn bis morgen. So, wir waren jetzt beim Spur einstellen. Das ist Sturz, kann man vernachlässigen, ist eine Starrachse. Die Geschichte hier wird schlicht und ergreifend das Radlager sein. Das ist sowieso mikroskopisch wenig. Ja. 0,55, ja. Hier sieht man auf jeden Fall, dass er brutal verstellt war. Ja, wirklich brutal verstellt. So, das passt jetzt wieder. Ja, sieht gut aus. Nur Fahrachswinkel hinten kann man sowieso nichts einstellen. Hinten, das sind alles die Radlager. Mehr ist das nicht. Das ist eine Starrachse. So, jetzt düsen wir erstmal nach Hause. Es ist nämlich wunderschönes Wetter. Strömender Sonnenschein. Ja. Zu Hause sind wir jetzt auch schon. Ich habe versucht, unterwegs nochmal zu drehen, wie er jetzt wundervoll geradeaus läuft. Aber nein, es ist saumäßig windig gewesen. Wir haben nicht einen Kilometer erwischt, wo nicht der Wind von der Seite kam und uns von der Straße geballert hat. Das ist, ja, war interessant zu sehen. Die anderen Verkehrsteilnehmer fanden das auch überhaupt nicht witzig. Ja, er fährt ziemlich gut geradeaus, muss ich sagen. Lenkrad könnte man nochmal nachstellen. Und ich muss das Lenkspiel noch einstellen. Das kann man am Lenkgetriebe machen. Ja. Hält sich aber in Grenzen. Ja, zwei Finger breit, sagt man ungefähr. Sonst wird er zu nervös. Das ist, ist halt so. Sollte von dem Auto jetzt nicht erwarten, dass das Ding präzise wie ein Sportwagen läuft. Er fährt irgendwie geradeaus. Und mittlerweile kann man auch die Hand vom Lenkrad nehmen und bremsen und so weiter. Das geht. Die Sachen, die ich verwendet habe, werde ich verlinken. Und viel Spaß beim Schrauben. Wenn ihr den selber gerade in der Garage hängt und irgendwas repariert. Macht Spaß. Um ganz ehrlich zu sein, es gibt wenige Sachen heutzutage, wo man wirklich ein befriedigendes Endergebnis hat. Ein sichtbares, befriedigendes Endergebnis. Und deswegen ist Autoschrauben so schön. Man hat am Ende einen TÜV-Bericht, wo drin steht, keine Mängel. Man hat am Ende ein Auto da, was noch Ewigkeiten fahren kann. Okay. Das war's von mir. Schöne Restwoche. Und treibt's nicht so doll. Bis zum nächsten Video.